Wie kann man Filme bei YouTube hochladen? Mein Name ist Pirmin Lehner. Wenn Sie ein Google-Konto haben, geht's wirklich schnell. Wenn nicht, erstellen Sie ein Google-Konto, denn YouTube gehört Google und wenn Sie bei Google sind, sind Sie auch bei YouTube. Ich gehe nun von Google aus zu YouTube, also YouTube. Das sind wir uns gewohnt, aber weil ich jetzt bereits eingeloggt bin, sieht es bei mir ein bisschen anders aus, denn ich habe hier schon einige Filme erstellt und will nun ja einen Film hochladen. Wann immer Sie diese Kamera hier sehen mit dem Plus, können Sie einen Video hochladen. Ich klicke nun hier drauf, es erscheint Video hochladen, also hochladen. Hier kann ich bereits bestimmen, ob dieser Film öffentlich ist. Öffentlich heißt, jede Frau, jeder Mann kann diesen Film sehen. Das will ich eigentlich gar nicht. Das heißt, ich ändere das auf nicht gelistet. Dann kann man nicht danach googeln. Bei privat braucht man sogar das Login. Und hier geplant kenne ich nicht einmal. Also, ich wähle mal nicht gelistet. Wer dann den Link hat, findet den Film trotzdem. Nicht gelistet. Das könnte man auch nachher noch einstellen. Und ich kann hier nun den Film auswählen. Oder ich habe hier bereits das Windows Explorer Fenster geöffnet. Ich kann auch vom Windows Explorer aus diese Datei packen und hier wieder loslassen. Jetzt erscheint dieses Fenster hier. Ich prüfe, währenddem YouTube den Film hochlädt, nochmals, ob hier nicht gelistet ausgewählt ist. Genau, nicht gelistet. Und ich möchte eine neue Playlist, die heißt YouTube. Und ja, zur Playlist hinzufügen. Ich habe hier schon einige Playlists, aber ich will jetzt eine neue erstellen. Also gehe ich hier zu unterst Neue Playlist erstellen und tippe hier ein YouTube. Ich sage hier nochmals, diese YouTube-Playlist, ist denn die öffentlich oder nicht? Ich sage wiederum nicht gelistet, erstellen und Sie sehen hier, der Haken ist drin. Der Film, der immer noch am Hochladen ist, kommt nachher automatisch zur Playlist YouTube. Hier kann ich nochmals einen Titel einfügen, ich kann das beschreiben und hier ein paar Stichworte, wonach man bei Google suchen könnte. Aber ich habe es ja nicht gelistet, es soll ja gar niemand danach suchen, also mache ich hier auch gar nichts. Ich warte nur noch, bis der Film fertig hochgeladen ist. Kann aber auch vorher bereits hier klicken auf Fertigstellen und wenn er dann fertig ist, steht hier groß dieser Link. Im Moment ist es noch nicht ganz fertig, ich warte noch einen Augenblick. Jetzt steht hier der Link. Diesen Link hier kann ich allen zusenden. Das ist ein kurzer Link. Mit diesem Link kommen Sie genau zu meinem Film. Und wenn ich zurückgehe zur Bearbeitung, interessant ist auch, vorhin hat es hier immer noch gearbeitet, wenn ich hier zurückgehe zur Bearbeitung, kann ich hier das alles nochmals bestimmen und die Vorschaubilder entweder hier auswählen oder selber ein benutzerdefiniertes Vorschaubild generieren. Das war's.